Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um vielleicht eine Frage, vielleicht eine Situation. Es ist eine kurze Tarotlegung für dich, ja? Du bist nicht umsonst hier. Du sollst hier etwas erfahren. Die Karten werden dir zum Beispiel den Weg weisen können oder eine Frage beantworten, falls du eine Frage haben solltest, ja? Schau einfach, was die Karten dir hier mitteilen möchten. Und wie gesagt, das ist eine kurze Tarotlegung. Also werden die Informationen ziemlich kompakt sein. Und ja, du schaust, ob du vielleicht mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst, vielleicht nicht mit allem, vielleicht nicht zu 100%. Ja, es ist eine allgemeine Legung, aber schau einfach. Du bist nicht umsonst hier. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Die Karten sind sehr gesprächig. Ja, der Eremit ist hier herausgeflogen, hier diese Karte. Mal schauen, es ist etwas, was durchdacht werden muss. Es sind Gedanken, es ist die Innenschau, es ist die Innenkehr, man ist nach innen gerichtet, lässt sich Zeit, wartet ab, schaut, ja, wartet vielleicht auf den richtigen Moment, wird der richtige Moment kommen. Ja, ich lege noch mehr Karten dazu, mal schauen, ja, was die Karten denn dir hier erzählen möchten. Erstmal die drei. Falls es notwendig sein sollte, dann werde ich natürlich noch mehr Karten dazu nehmen. Ich habe hier den Buben der Schwerter, die 10 der Stäbe und die 10 der Kelche. Wow! Wow. Also, allererst, die erste Message, die erste Nachricht, die erste Botschaft, die hier durch die Karten durchkommt, ja, es wird eine Veränderung geben, und zwar so ein Switch aus einer Überforderung, aus einem Problem wird hier das Glück werden. Ja, also das soll ich hier sofort sagen, die 10 der Stäbe und dann die 10 der Kelche. Also eine Situation, die vielleicht dich überfordert, wo das einfach viel zu viel ist. Ja, daraus wird Glück werden, soll ich dir sagen. Also wie das passieren wird, weiß ich nicht. Aber das ist aus etwas, was vielleicht sogar nicht machbar scheint, wird etwas Glückliches, wird die Erfüllung werden, wird das Glück einfach werden mit den 10 der Kelche. Das ist die Erfüllung, vielleicht sogar von einem Wunsch oder die Lösung für ein Problem. Und zwar kommt das auf einmal, weil das ist hier so ein Wechsel, als würde sich einfach das Blatt wenden. Das Blatt wendet sich hier in einer sehr, sehr schwierigen Situation, in der du feststeckst, über eine längere Zeit vielleicht sogar. Ja, es ist, ja, weiß ich nicht wie lange, aber das ist schon hier etwas Längeres, ja, wo du drin steckst irgendwie. Und für einige ist es so, dass man denkt, man kommt da gar nicht mehr raus. Man kommt da gar nicht mehr vorwärts. Man wird einfach hier für immer und ewig da drin stecken bleiben. Es wird nichts mehr draus. Da kommt nichts mehr. Ja, so ist das. So stellt sich das vielleicht sogar momentan für dich dar. Oder das sind deine Gedanken, dein Glaube. Kann auch so sein, ja. Aber ich soll dir hier sagen, es wird etwas ganz, ganz Tolles passieren hier für dich. Ja, mit den 10 der Kelche. Das wird eine krasse, ja, vielleicht nicht so eine Veränderung, sondern auf einmal ist es ganz anders. Ja, als würdest du eine Seite im Buch aufschlagen und auf der einen Seite steht zum Beispiel nur Negatives und dann blätterst du weiter und auf der anderen Seite steht nur noch Positives. Ja, auf einmal. Irgendwie, als würde, ja, sich das Blatt wenden für dich in dieser schwierigen Situation, wo du, ich sehe das hier, dass du schon ziemlich viel gemacht hast. Du hast echt viel versucht hier mit den Stäben. Aber diese Versuche, diese Unternehmungen, das, was du machen wolltest oder gemacht hast, das hat hier nicht viel gebracht. Und das war sehr anstrengend. Es ist sehr anstrengend, so wie so eine Last auf den Schultern, so eine Bürde, ein Problem. Und das geht irgendwie nicht voran. Du
hast viel nachgedacht, du hast vielleicht viele Lösungswege sogar ausprobiert. Kann so sein, dass du sogar viele Lösungswege ausprobiert hast. Ja? Aber irgendwie bis jetzt hat das nicht das gezeigt, was kommen sollte oder was du sehen wolltest oder was passieren sollte in dieser Situation. Irgendwie habe ich hier auch so ein bisschen stecken geblieben, auf der Stelle. Auf der Stelle stehen geblieben. Es geht nicht weiter. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Hier ist eine Karte, die sagt dir, dass durch die Kommunikation wird es sich verändern. Ja, durch Kommunikation wird die Lösung gefunden werden oder die Lösung kommt, wird dir gesagt werden, kann auch so sein. Ja, dass du etwas hören wirst, etwas erfahren wirst. Du wirst vielleicht mit jemandem sprechen, du kannst auch etwas lesen. Und auf einmal, weil das ist hier so ein Angebot für dich, das wird dir dargereicht werden. Ja, die Lösung und durch diese Kommunikation, durch dieses Angebot, durch diese Klärung hier, das kann auch hier so etwas Klärendes sein. Auf einmal ist alles klar und deswegen, als würde man einfach eine neue Buchseite aufschlagen und da wartet das Glück auf dich. Also so habe ich das ganz einfach, ohne irgendwie, das war so lange so kompliziert und schwer. Ja, und auf einmal ist es weg. Ja, sowas habe ich hier für dich. Also super. In einer ganz bestimmten Angelegenheit. Was das für eine Angelegenheit ist, kann alles sein. Die Karten hier sind sehr neutral in Bezug darauf, es könnte etwas mit dem Herzen zu tun haben. Eine Herzensangelegenheit, ja. Also eine Angelegenheit, die dir am Herzen liegt, muss nicht unbedingt mit der Liebe zu tun haben, kann auch etwas komplett anderes sein. Es geht irgendwie um ein Angebot der Kommunikation. Eine Möglichkeit, die sich für dich bieten wird, in Bezug darauf, dass man das alles irgendwie aufklärt, auflockert. Weil das ist hier ziemlich starr, ja? Das ist hier wie so ein Fels oder ein Block oder irgendwie so wie so eine Sperre. Und durch die Kommunikation wird hier diese Sperre aufgehoben. Und zwar einfach so, ja? Und dann weg ist das. Und hier habe ich für dich das Glück. Glückliche Zeit, angenehme Zeit, die Erfüllung, das, was du haben wolltest, du fühlst dich gut, dir geht es gut, du bist zufrieden. Also zumindest habe ich hier für dich die Zufriedenheit und zwar die vollkommene Zufriedenheit. Das ist nicht nur ein bisschen zufrieden sein, sondern das ist hier ganz zufrieden sein. Und auch so, als würde dir hier, so zeigen mir das die Karten, als würde dir ein Stein vom Herzen fallen, für einige, ja? Und auf einmal ist hier alles so leicht und frei und einfach. Ja, das könnte sogar hier so eine Blockade sein, was mir die Karten zeigen, ja? Und ich gucke mir hier nochmal die 10 der Kelche an. Der Teufel. Ah, ja. Also ich kann dir sagen, dass das, was hier die ganze Zeit bei dir ist, dieses Problem, diese Sache, diese Blockade, diese Schwierigkeit, das, was fast unüberwindbar scheint, da hat, ich sag mal hier in Anführungsstrichen, da hat der Teufel seine Finger im Spiel. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist irgendwie vielleicht sogar von jemanden verursacht worden, der dir nicht wohlgesonnen ist, der dir ein Problem macht und zwar mit Absicht, extra. Das ist nicht hier so durch einen Zufall oder einfach so entstanden, sondern das ist hier Absicht, das ist passiert hier absichtlich. Es kann aber auch für einige, das kann aber auch hier eine Blockade, ein Hindernis sein, was dir extra geschickt worden ist, damit du daraus lernst. Das zeigt mir hier der Teufel. Das ist auch Unfreiwilligkeit, irgendwo gefangen sein, irgendwo auch, vielleicht spielt Eifersucht eine Rolle, vielleicht spielt auch irgendwie so eine Befangenheit, Gefangenschaft, irgendwie gefangen sein in dieser ganzen Situation eine Rolle. Das ist deswegen bei dir im Leben aufgetaucht, jetzt egal, ob das jetzt jemand ist oder nicht, das ist bei dir deswegen vorgefallen, damit du lernst,
aus solchen Situationen herauszukommen. Und ich sag mal so, man sieht hier, dass du damit irgendwie nicht so richtig klarkommst und deswegen dieses Angebot, da wird dir sozusagen mit diesem Engel, ja, auf dieser Karte mit diesem Engel, wird dir Hilfe geschickt werden und deswegen wirst du, so, als würdest du erlöst werden davon, ja, weil vielleicht ist es einfach zu kompliziert für dich, zu schwer, zu anstrengend, aber ich habe das bei einigen so, dass das absichtlich passiert und das könnte sogar, es könnte sogar jemand dahinter stecken, ja, hinter dieser schwierigen Situation. Aber wie gesagt, das wird sich auflösen mit den 10 der Kelche. Ja, da ist jemand im Hintergrund, ja, der Teufel hier. Das ist jemand, der nicht gut ist. So sehe ich das hier in dieser Legung, ja. Und das passiert irgendwie absichtlich. Das wird absichtlich gemacht oder das wurde absichtlich hergestellt für dich. Die 4 der Münzen. Also auf jeden Fall kommt Stabilität rein. Definitiv. Mit den 10 der Kelche kommt auch Stabilität rein. Das Ganze wird sich beruhigen, falls es so ein bisschen turbulent sein sollte, weil ich habe hier die Stäbe, das kann auch turbulent sein. Ja, es kann auch wirklich anstrengend sein und ich sehe auch hier sowas wie so hin und her, sehr, sehr viel Stress. Das wird sich beruhigen. Ich habe hier so Beruhigung und sich hinsetzen und aufatmen und du hast was. Du hältst dir etwas in den Händen. Also du wirst etwas haben auch. Es ist, soll ich hier sagen, es ist nicht alles weg, sondern du wirst noch hier genügend haben. Ja, übrig haben. Und, oh, die 6 der Stäbe. Der Erfolg, also der Teufel verschwindet. Der Erfolg überschattet diesen Teufel. Und du wirst sehr viel Erfolg haben, erfolgreich sein, auf dem Weg des Erfolgs. Ja, also es geht in die gute, positive Richtung. Siehst du hier mit den Stäben, die in die Höhe gehen. Ja, in die Höhe. Also es geht wieder bergauf bei dir, generell, egal worum es sich handelt. Also, und der Erfolg wird nicht lange auf sich warten lassen. Das ist hier erstmal, was du so hast. Das ist nur der Anfang. Das wird mehr werden. Das sagen hier die 6 der Stäbe. Also, Erfolg ist dir sicher und das Glück ist dir auch sicher. In dieser ganzen Angelegenheit. Ja, ich hoffe, deine Frage wurde beantwortet. Du bist jetzt besser informiert, du weißt jetzt mehr. Vielleicht hat dich das Ganze auch ein bisschen positiver gestimmt. Ja, kann auch hier so sein, dass du nicht mehr geglaubt hast, dass es sich noch irgendwie machen lässt, regeln lässt. Ich soll dir sagen, ja, der Weg des Erfolgs, der Teufel verschwindet. Ja, und ich bin am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Wünsche dir einen schönen Tag, ich wünsche dir einen schönen Abend, einfach eine schöne Zeit. Wenn du magst, natürlich kannst du meinen Kanal abonnieren, ja, falls du es noch nicht getan haben solltest. Du kannst natürlich auch liken. Was du noch machen kannst, ist natürlich einen Kommentar schreiben. Vielen lieben Dank dafür, falls du einen Kommentar schreibst. Vielleicht hast du schon irgendwie einen Kommentar geschrieben, ja, bei mir unter irgendeinem Video. Da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich auch dafür, für deinen Kommentar. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.